Ich habe ja gesagt, dass es ein Prozess ist, der nie abschließt. Also das wird es jetzt zeigen. Wir haben alles dafür getan, uns richtig gut vorzubereiten auf den ersten Spieltag. Aber es muss Woche für Woche da immer wieder darauf vorbereitet werden. Und wir starten immer nach jedem Spiel wieder auf das neue Spiel und müssen uns da weiterentwickeln. Also das wird ein Prozess sein, der nie abgeschlossen sein wird. Es ist nichts Großartiges. Alles das, was wir schon die ganze Vorbereitungsphase auch trainiert haben, wird jetzt auch wieder trainiert, jetzt speziell auf den Gegner hin. Was für Lösungsmöglichkeiten wir haben, wie wir verteidigen wollen und wie wir mit Ball spielen wollen. Und das wird jetzt das Thema sein. Du kannst nicht wirklich viel darauf reagieren, weil wir können jetzt keinen Schattenplatz daraus machen. Das ist halt einfach so. Und wir können nur eins machen, das haben wir auch immer wieder gemacht, dass die Jungs trotz alledem unter diesen Belastungen trainieren, allerdings mit vielen Trinkpausen, sodass wir das immer wieder gut dosieren können, sodass sie regelmäßig trinken, damit sie ja nur ja nie in eine Situation reinkommen, dass sie irgendwie dehydrieren und dann Probleme bekommen.